sonst müssen wir bald schließen. Dann gibt es kein Admiral Benmore mehr. Mutter, das wird schon. Warum sollten wir euch auch einmal Glück haben? Ach, Jim, ich kümmere mich dann mal ums Essen. Hallo Jim, warum Flohn und ich haben etwas zu besprechen. Wir sitzen uns da hinten in die Ecke. Sehr gern, Dr. Lissé. Herr Baron? Jim Hawkins, anständig, dass du deiner Mutter hilfst. Nein, Walter. Ich bin schon 14. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was darf ich den Herrschaften bringen? Mir gut, ordentlich der Magen. Heute habe ich aber nur einen Topf da. Wunderbar, dann nehme ich eine doppelte Portion und einen Krug Bier. Für mich nur ein Bier. Geht sofort los. Niemals werde ich dir verraten, wo die Karte ist. Sie gehört mir. Mir allein. Du musst raus aus der Sprache, lass das nicht hochgehen. Dazu wird es nicht kommen. Das werden wir sehen. Du nichtswürdiger Hund, du kommst mir nicht mehr in die Quere. Holmes, bitte nicht, lass mich erleben. Verrat doch niemandem, wo du bist. Ich habe da noch eine ganz schöne Sache für dich. Etwas, was ich dir geben soll. Was denn für eine Sache? Schöne Grüße, Hawkins Mannschaft, wir werden dich kriegen und dann bist du dran. Der schwarze Fleck, verdammt, ich muss schnellstens untertauchen. Sie dürfen mich nicht finden. Mrs. Hawkins, Einkaufen betrifft meine Erwartung. Hat mir eine Köchin gekocht, ist so schlecht, das darf ich ja gar nicht weiter erzählen. Hab ich versprochen, ich bin sehr diskret. So diskret fliegen die Glocken von Westminster und sie hört man bekanntlich, ach mein Gott. Mein lieber Freund, da übertreiben Sie jetzt aber ein bisschen. Es freut mich, dass Ihnen so gut schmeckt. Joho, joho, gibt's hier eine Kohle auf unbestimmte Zeit? Das müsste für Sie auch reichen. Natürlich, ich mache Ihnen ein Zimmer fertig, Mister. Nennen Sie mich Captain. Gut, Mister. Frühstück gibt es im Abendessen um 6. Kein Lehr- und keine Damenbesuche. Damenbesuche? Ha! Ich habe anderes zu tun. Junge! Hier, ein Silberstück. Da fällst du die Augen offen. Wenn du jemanden mit einem Holzbein siehst, sagst du sofort Bescheid. Und wenn sonst jemand nach mir fragt, mich gibt es hier nicht. Verstanden? Ja, mach ich. Sie können sich auf mich verlassen. Das hat schon so mancher gesagt, der deine Maske gebaumelt hat. Und jetzt bringen wir was zur Stärkung. Wir haben noch einen Topf da. Suppe? Ha, das ist doch was für Weibsbilder. Ich brauche flüssiges Gold. Ein Becher Rum für den alten Bones. Oder zwei. Oder drei. Los, bring mir gleich die ganze Buddel. Sie bluten da. Das könnte sich der Doktor ansehen. Er sitzt da drüben. Kein Wort zu niemandem. Oder ich nagel dich hiermit an die Wand fest. Immer Sutsche. Ich hole ihn denn rum. Der ist ja gewalttätig. Wir sollten übergehen. Da geht man abends mal weg und dann das. Ihr geblieben. Ich gebe eine Runde rum aus. Ruhe auf dem Zwischendeck. Eine gute Nachtgeschichte gefällig? Wir hatten mal einen fallen Lord an Bord. Das war vor Westindien. Als die See mit ihm fertig waren, hat er nur noch nach seiner Mutter gewinselt. Und als wir mit ihm fertig waren, da fiel ihm nicht mal mehr ihr Name ein. Also passt gut auf, was ihr da draußen rum erzählt. Oder ich komme bei jedem von euch vorbei und spiele das Sandmännchen. Verstanden? Kapiert? Ey, Bursche, komm her mit dem flüssigen Gold. Weißt du, was mein Deck mit dir machen würde? Ah.
Raus, raus, alle raus! Doktor, der Käpt'n ist verletzt! Ich hole meine Tasche und schieb in der Kutsche. Junge, komm näher. Meine alte Crew, die Mannschaft von Captain Flint ist hinter mir her. Nur ich weiß, wo der Schatz vergraben ist. Der schwarze Hund hat mir den schwarzen Fleck gebracht. Schwarzer Hund? Schwarzer Fleck? Das ist mir zu düster. Dr. Liss, er wird Ihnen bestimmt helfen. Nein, Junge, es ist zu spät. Der schwarze Fleck ist die Ankündigung für den Tod. Aber die werden den Schatz niemals finden. Niemals! Nimm schnell, verbrenn alles, was da drin ist. Du darfst mit niemandem darüber sprechen. Hast du das verstanden? Ja, nein, weiß nicht. Versprich es mir. Schweig, oder sie werden dich töten. Schnell, Doktor! Zu spät, er ist hinüber. Oh mein Gott, was für ein schandloser Haus. Machen Sie sich keine Sorgen, ich kümmere mich um alles. Ich glaube, wir müssen uns doch Sorgen machen. Jim, was ist los? Was hat dieser Bouncy gesagt? Das war so ein Zeug, ich habe kein bisschen verstanden. Er hat dir etwas zugeflüstert, das habe ich gesehen. Wer ist denn? Ja, genau, dass sie hinter einem Herr sind. Wer ist denn Herr? Die Mannschaft von so einem Flint. Captain Flint? Captain Joshua Flint? Ja, genau. Der Name sagt mir wohl etwas. Ja, natürlich. Captain Flint war der Blutrünstig-Pirat, der ihn die Meerbrüstig hergemacht hat. Aber warum sollte sie denn der Bouncer sein? Weiß ich doch auch nicht. Jim, du verheimlichst etwas. Das spüre ich doch. Nein, Mutter. Flint war Pirat. Vielleicht gab es Streit und Beute. Jim, hat Bouncy irgendetwas darüber gesagt? Das könnte der Grund sein, warum sie hier mehr sind. Flint, Schatz, wenn es da draußen Sagen um Bogen Goldschatz von Captain Flint tatsächlich gibt, nicht auszudenken. Du vertraust uns doch. Ja, natürlich. Bones sagte, ich soll all das da drin verbrennen. Sonst bring ich Flints Männer um. Das glaubst du doch wohl nicht. Dies ist ein bedeutender Moment. Willst du, Jim? Nein, schon, Sister. Donnerwetter! Das ist aber dreckig. Das sollte mal durchgewaschen werden. Mutter, das ist eine Schatzkarte! Alles ist genau eingezeichnet und beschrieben. Die Breitengrade, der Ankerplatz, hier das Kreuz muss die Stelle sein, wo der Schatz vergraben ist. Und hier, Flints Unterschrift, es gibt keinen Zweifel. Ich reise sofort nach Bristol. Ich lasse auf der Stelle ein Schiff ausrüsten. Oh, ich liebe Abenteuer. In 8 Tagen haben wir das beste Schiff, die beste Mannschaft von ganz England. Sie, kommen mit, als Unterschiffarzt. Ein paar von meinen Männern werden ebenfalls mitkommen. Was sagen Sie? Ich komme auch mit. Jim, schau dich doch mal an. Du bist doch ein Kind. Ich denke, so ein Seefahrt ist noch nichts für dich. Das sehe ich aber anders. Jim ist ein tüchtiger Junge und wir dürfen nicht vergessen, er hat die Schatzkarte von dem üblen Burschen bekommen. Damit hat er auch ein Anrecht mitzufahren. Nun gut, du bist hiermit als Kajütenjunge angeheuert. Yay, danke. Das werden sie nicht bereuen. Da habe ich wohl auch noch ein Weilchen mitzureden. Das ist viel zu gefährlich. Bitte, Mutter. Ich habe dir doch immer gesagt, das Glück wird eines Tages auf unserer Seite sein. Ich bringe Ihnen Ihren Jungen unversehrt zurück. Bitte. Ach, Jim. Na gut. Danke! Dann ist es beschlossene Sache. Ich stelle nur eine Bedingung. Ja, und die wäre? Kein Wort zu niemandem. Wir müssen absolute Stillschweigen bewahren. Sonst sind wir alle in Gefahr. Ich schweige wie ein Grab. Lass uns einschlagen und die Sache besiegeln.
Mann auf des toten Mannes Kiste. Oh, und ne Buttel voll rum. 15 Mann standen auf des Teufels Liste. Oh, und kamen um. Ein Schiff und eine Mannschaft finden. Ich freue mich, dass deine Mutter dich mitverlässt, Jim. Captain Small, ich bin mir hundertprozentig vertraut. Er ist ein erfahrener Seemann und hat seine Mannschaft im Griff. Dr. Livesey, Mr. Trelawney, ich würde mir gern die Mannschaft vorstellen, aber ich kenne sie selbst nicht, nämlich der Baron hat sie angeheuert. Ganz zu raten. Die Leute sind eine Empfehlung von Mrs. Silver. Mrs. Silver? Ja, haben Sie noch nie von ihr gehört? Ich habe mit etlichen Seeleuten gesprochen. Ihr Eid ein Unverhofftes, sei es wenn sie. Sie ist eine Legende. Sie kennt die besten Seeleute und hat sie überzeugen können, von unserer grandiosen Expedition teilzunehmen. Alles erfahrene Seemänner. Außer Hunter und Joyce, meine Lieder. Die sind gänzlich unverhofft. Bei euch sind Gott noch so. Ja, machst du uns schon. Das heißt, ihr wart auch noch nie auf See, genauso wie ich? Der Mannschaft traue ich nicht. Vielleicht sollte sich die Mannschaft vorstellen, da müssen wir Vertrauen aufbauen. Eine wundervolle Idee. Stillgestanden! Herr Rosa, der Steuermann steht zu Diensten. Zimmermann, Zimmer. Ei, Sir. Bootsmann, Sir. Schiffszimmermann, Sir. Super, reicht mal groß. Jobs, Sir. Wundervoll! Wo sind die anderen? Das soll noch nicht alles sein. Sind aber mutige, unerschrockene Burschen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Sir, ich bitte um Erlaubnis, eine Tonne mit Äpfeln für die Mannschaft mitzunehmen. Dann bleiben alle gesund und wir haben kein Skorbut an Bord. Mir soll es recht sein, ich brauche eine starke Mannschaft. Ei, Sir, ein starker Captain verdient eine starke Mannschaft. Ei, Sir. Nun, Baron, dieses James Silver gefällt mir. Diesen Paul ist ein Vermögen wert, für mir ein King's George Dienste ein Wein verliert, den gebührt Respekt und eine Neuschöpfung. Sie kann hervorragend kochen und hat unsere Männer im Glück. Hast du einen Frauenbord gesehen? Nee, ich dachte, aber das bringt Unglück. Aber nicht die da. Sie hat in ihrer Jugend eine gute Bildung abgekriegt und schlaust sie auf. Ich habe mal gesehen, wie sie sich mit Vieren auf einmal hingelegt hat. Und? Die haben sich gegenseitig plötzlich die Köpfe eingeschlagen. So schlau ist die. Schluss mit dem Palaver, an die Arbeit, Leute. Mein Geld ist ja nicht für dieses Unternehmen verpulvert werden. Aber es will ich auf diesem Schiff nur eins, keinen Ärger und guten Willen. Das waren aber zwei. Hey, Bursche, hier wird nur das Sprung, wenn man das Rad fährt. Naja, Jim hat recht, aber lassen wir es gut sein, Smolle. Ich wurde engagiert, um diese Fahrt mit Fassilien oder zu unternehmen, aber mir ist etwas zu Ohren gekommen, nämlich, dass ihr auf Schatzsuche geht. Warum? Das sollte doch unter uns bleiben. Ich hab's niemandem erzählt. Keine Menschenseele. Naja, vielleicht ist mir hier und da eine kleine Handel gewünscht. Jetzt mal gut dabei, die Fische. Keiner von euch, Gentlemen, weiß, was euch bevorsteht. Es geht um Leben und Tod. Nicht nur, dass wir auf unbetanzte Reben geben. Nein, wir müssen die Mannschaft im Auge behalten. Meuterei, so ganz glaubwürdig, wie sie denken, sind für nichts, Molle. Warum Trelawney hat die zuverlässigsten Leute mit besten Bäumen angeheuert? Ah!
Und jetzt will ich sofort die Karte sehen. Schließlich möchte ich mir die Morgenrede nicht verpassen. Verstehe, komm. Wir müssen uns zusammenreißen. Keiner darf von unserem Plan erfahren. Wie war der Plan denn nochmal genau? Das hat uns Jane doch die ganze Zeit erklärt. Wir wickeln alle ein, zetteln eine Meuterei an und der Schatz gehört uns. Ganz genau. Aber bis dahin halten wir uns unauffällig. Langweilig. Au! Wenn Sie Verdacht schöpfen, dann sind wir geliefert. Georgette, du kümmerst dich um den Baron da. Der scheint sein Maul nicht halten zu können. Quetsch ihn aus, bis er dir verrät, wie die Karte ist. Aye, ma'am. Und du, Tanja, du machst gut Wetter bei allen, dass auch niemand ein Fünkchen Verdacht schöpft. Aye, ma'am. Wenn wir zusammenhalten, werden wir die reichsten Frauen Englands sein. Dann gibt es nur noch den Himmel über uns. Yo, ho, ho, und der Buddel voll rum! Dukaten, Dukaten! Der Vogel hier, Captain Flint heißt er, der ist schon 200 Jahre alt. Er war dabei, als die Wrackteile von 4 Goldschiffen herausgefischt wurden. Da hat er das mit den Dukaten gelernt. Captain Flint? Der echte, meine ich. Haben Sie den mal kennengelernt? Quatsch, der ist doch ein Verbrecher gewesen, ein Pirat. Jim, mein Junge, du kannst immer zu mir kommen, wenn dich Smollett mal zu hart rannimmt oder du einfach was zwischen die Zähne brauchst. Eine. Smollett schreit immer gleich so rum. Ja, so sind sie alle. Aber hier bei mir ist immer ein Platz für dich. Okay, was ist in der Schachtel hier? Dir entgeht ja wohl nichts. Da lässt du schön die Finger fahren. Da drin ist Plum-Pudding. Hab ich für den Notfall vorbereitet. Okay. Ist dann alles so, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, es ist alles so aufregend. Das weite Meer, die Welt, der unendliche Horizont. Ich bin froh, mit an Bord zu sein. Ich war auch mal so wie du. Ich bin auf dem Meer groß geworden. Mein Vater war Seemann, mein Großvater. Wir haben salziges Blut, wenn du weißt, was ich meine. Ja, klar weiß ich das. Du hast ein verdammtes Köpfchen, das habe ich gleich bemerkt. Dich behalte ich im Auge. Miss Silver, Sie sind in Wucht. Ich bin froh, dass wir Freunde sind. Wo ist der Steuermann? Wo ist Arrow? Das bin noch ich, glaube ich. Jetzt hast du tun. Mr. Arrow hat schon mal ein Wort zu sein. Immer in der Nähe vom Rum. Sonst bin ich nicht weg genug für die Schlapphasen an Bord. Gehen Sie mir aus den Augen zugrunde wollen. Das ist Arbeitsverweigerung. Können Sie in Ketten legen? Tja, dann lege ich mich mal hin, so wie Sie es gesagt haben. Ketten habe ich nicht. Nur Ohrringe. Das war's, der wird nicht wieder. Jo, der sitzt in der Zuschuss. Kapitän, tun Sie doch etwas. Der Mann war sternhagelvoll. Was man nicht ändern kann, kann man nicht ändern. Es befehle ich ihn sofort unter Deck zu gehen. Sonst fliegt gleich der nächste Mann über Bord. Noch ein Wort von diesem Mann und ich platze. Langsam, mein Freund, wir brauchen unseren Kapitän noch. Anderson, herkommen. Hi, Sir. Du übernimmst am besten das Ruder, kann ich mich auf dich verlassen? Ja, Sir, selbstverständlich, Sir. Lieber Baron, hier etwas Süßes zur Beruhigung. Wissen Sie eigentlich, dass ich in Madagaskar, in Malabar, in Suriname und in Portobello gewesen bin? Soll ich es Ihnen bei Gelegenheit auf der Karte zeigen? Gerne, dass Sie schon so weit herumgekommen sind? Nein, das wusste ich nicht. Ich bin ein Navigationstalent. Sie haben doch bestimmt eine stattliche Kartensammlung an Bord. Klar zum Ende. Hier, Jim, gib das Captain Flint. Ich glaube, er mag dich. Klar zum Ende. Captain Flint hat immer recht. Du wirst schon sehen. Das glaube ich nicht. Der Papagei meint doch nicht wirklich, wo er sollen wenden. Woher soll er das denn wissen? Jim, du musst nicht alles so ernst nehmen. Es ist nur ein alter Papagei. Klar zum Wenden. Ich werd verrückt. Das gibt's doch nicht. Thank you.
schlägt mich meine Runde aufs Ohr. Nein, das war die Royal Fortune. Flint hat es umbenannt, um die Engländer reinzulegen. Oder hat er das mit der Cassavra gemacht? Blödsinn. Flint hat immer gesagt, so wie ein Schiff getauft ist, so lass es weiterhin heißen. Klingt so als Unglück und hat's ja auch. Die ganze Mannschaft hat am Galgen gebabbelt und an der Sonne getrocknet. Komm, Johnson, lass uns mal ein bisschen quatschen. Haben Sie den Captain Flint mal in echt gesehen? Natürlich, ich bin dabei gewesen. Die Barbaros war Flints erste Schiff, voll beladen mit Gold, bis zum Sinken. Die Royal Fortune, die hat uns ins Verderben gestürzt. Eine wilde Schlacht hat sich Flint mit den Engländern geliefert. Echt? So, Leute, jetzt gibt's was Nahrhaftes. Los, Hans, guck mal nach. Was haben wir denn da? Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Hat jemand von euch den schon mal gesehen? Ich, Sir.
Ich habe dort mit einem Handelsschiff festgemacht, auf dem ich Köchin war. Dann weißt du, wo der Angelplatz ist? Im Süden, hinter den drei Bergen. Fock, Groß und Besan werden sie genannt. Der größte weiter hinten, der heißt Fockmasberg. Ein Beobachtungsposten. Moment, kleinen Moment. Ich muss noch einige medizinische Tests durchmachen. Wie ihr sicher wisst, bin ich auch in der Forschung tätig. Ach ja, es soll gut einfangen. Es soll gut euch eingeschickt werden. Das war bestimmt in Ihren Sinn, Herr Baron. Nun ja, jetzt ist es gesagt. Ja genau, dass wir auf unser Gut und Wohl trinken. So bringt ein gutes Seemann zu euch herauf. Und auf den Baron, der immer so großzügig ist. Hurra! Und auf unseren Captain. Hurra! Dann die Männer, auf volle Feuer, wir halten einen Kurs auf den Ankerplatz. An die Segel! Mein lieber Freund, was? Medizinfest, das war nicht abgesprochen. Sie werden gleich verstehen, es gibt Neuigkeiten. Kommen Sie. Gucken Sie doch nicht so dramatisch. Es geht um Leben und Tod. Du bist ja ganz nass für die Nase. Ja, ganz schön aufregend. Wir müssen uns mal unterhalten. Aber ich muss jetzt. Natürlich nicht jetzt. Ich kann dir noch mehr über die Insel erzählen, wenn du möchtest. Hört sich gut an. Wenn das war es, was Jim gehört hat, dann muss ich mich bei Ihnen entschuldigen. Sie hatten Recht und ich Unrecht. Ich erkläre mich selbst für einen Esel und erwarte Ihre Befehle. Sie waren handgrößere Esel als ich. Ich habe noch nie davon gehört, dass eine Mannschaft meuten will, ohne dass sie sich vor Ort durch was verrät. Diese Mannschaft hat uns alle hinters Licht geführt. Es ist Silber, sehr gefährlich. Sie hat die Fäden in der Hand. Sogar Captain Flint hatte Angst vor ihr. Alle Achtung, das hast du sehr gut gemacht, Jim. Erstens, wir müssen vorerst gute Miene machen. Wenn ich jetzt den Befehl zum Wenden gebe, bricht sofort der Aufstand los. Zweitens, wir wollen unseren Schatz holen, meine Herren. Drittens, wir sind im Vorteil, denn wir haben die Waffen. Und es sind ja noch ein paar anständige Seelenmänner an Bord. Zusammen mit Jim sind wir 7 Männer der Krone. Los, holen wir uns den Schatz. Das soll sein Glück ausgeben, gut geschützt. Aber die Frage ist, wie wir die Waffen, die Munition und das Proviant auf die Insel bekommen, ohne dass Silvers bemerkt. Da habe ich schon eine Idee. Wenn wir alle zusammen anpacken, dann müsste es funktionieren. Wir schicken die Piraten an Land, wenn sie dort sind, machen wir den restlichen Boden dran. Wir nehmen die Waffen, Proviant, alles, was wir brauchen. Und dann kommst du so schnell wie möglich zum Blockhaus. Hier siehst du, wir nehmen ihn ganz genau. Ich habe einen Auftrag für dich, der nicht ganz ungefährlich ist. Die Silber und die Meutere dürfen auf keinen Fall mitbekommen, dass wir über ihre Pläne Bescheid wissen. Darum wirst du mit ihnen auf die Insel rudern, hältst Augen und Ohren offen. Du musst uns Zeit verschaffen. Wenn die Halunken zu früh aufs Schiff wollen, dann schießt du hiermit 3-mal in die Luft. Raus, erst zu. Gut, Jonas, sind alle bereit? Thank you.
verlaufen. Silver ist bestimmt schon misstrauisch geworden, weil ich einfach so weggelaufen bin. Hoffentlich sind die anderen schon im Blockhaus. Ah! Bist du ein Mensch? Was soll ich denn sonst sein? Wie heißt du? Ben Gunn. Bin ein bisschen eingerostet, Drei Jahre mit einem lebenden Menschen gesprochen. Drei Jahre? Hast du Schiffsbruch erlitten? Schlimmer, ich wurde ausgesetzt. Alles klar. Und wie heißt du? Mein Name ist Jim. Jim, schöner Name. Feiner Stoff. Weißt du, Jim, ich habe in den Jahren meine Lektion gelernt. Und die ist? Ich bin gegen jede Form von Gewalt. Ich esse keine Tiere und tue keiner Fliege was zuleide. Weißt du, ich glaube, das wird eine große Sache. Habt ihr Käse dabei? Käse. Ich träume von Käse jede lange Nacht. Wenn ich es wieder an Bord schaffe, sollst du pfundweise Käse bekommen. Wer soll ich denn daran hindern? Das ist eine lange Geschichte. Sag die Wahrheit, du bist doch nicht etwa mit Flint gekommen. Nein, Flint ist tot. Aber einige seiner Männer sind an Bord. Das ist schlimm. Männer? Ist doch eine Frau mit einem Bein dabei? Jane Silver? Du kennst sie? Und ob, dann sitzt ihr alle in der Patsche. Der liebe Ben kann euch da raushauen. Ich kenne diese Insel wie meine Westentasche. Ich kenne alle Geheimnisse und Verstecke. Wenn du weißt, was ich meine. Nö. Was meinst du? Ihr seid doch hinterm Schatz her, den Flint gegraben hat. Könnte sein. Ta-ta-da-da, ich war dabei, mit dem alten Boot. Zusammen mit Flint haben wir den Schatz begraben. Und als ich Jahre später mit einem anderen Chef hier war, wollten meine Kameraden und ich uns den Schatz holen. Nur war da nichts mehr. Gestohlen? Flint muss nämlich eine andere Stelle für sein Gold ausgesucht haben. Nur hat mir das keiner geglaubt und da haben sie mich zurückgelassen. Dumm gelaufen. Wie man's nimmt, ich hatte 3 Jahre Zeit. Jetzt sind die anderen die dumm, wenn du jetzt weißt, was ich meine. Du spinnst. Ich muss zurück zu meinen Leuten. Wenn du willst, kannst du mit uns kommen. Aber ich will als freier Mann nach Hause. Ich habe den Menschen viel zu sagen. Nämlich, dass wir unser Glück nur hier, in uns selbst finden können. Von mir aus? Na gut, dann bring mich zu eurem Captain. Ich habe mich leider verlaufen. Wir sind im Blockhaus. Kenn ich. Beeil dich, es wird bald dunkel. Bleib dicht bei mir. Thank you.
Explosion. Was machen wir denn jetzt? Ist doch gut, dass sie unsere Waffen, unsere Munition und unseren Proviant auf die Insel geschafft haben. Zum Teil zumindest. Los, Hans, hol die Kiste aus meiner Kombüse und bring meine Silberdose mit. Wie war?
bin wieder einsatzbereit. Thank you.
zu Jim. Er alleine weiß, wo das Schiff ist. Und vielleicht unsere einzige Chance, dass wir am Ende nicht am Galgen baumeln. Genau so ist es. Es ist ein Subschiff auf dem Weg, wir hier mich als Geist nehmen, um so schnell ich höre, mitzukommen. Vorsicht, sonst zerreiße ich die Karte. Knien habt ihr mich angebettelt, dass wir uns den Schatz holen. Ihr wärt doch alle im Winter verhungert, wenn ich euch nicht mitgenommen hätte. Das ist der einzige Grund, warum wir hier sind. Mach das nicht, Jane! Für dich immer noch kämpfen. Ihr habt die Wahl. Entweder die Karte wird zerrissen, oder ihr reist euch zusammen. Und wir holen uns gemeinsam den blitzverdammten Schatz. Schatz, Schatz, Schatz! Hoch lebe Captain Silver! Hurra! Ich bring euch von dieser Insel runter und eure Taschen sind voll mit Gold. Hurra! Dort entlang. Reinigen. Dafür müssen wir bezahlen. Grab weiter, Leute. Er muss hier sein.
genau. Ich hab's gesehen, Jim. Trotzdem, sie sind die Enttäuschung meines Lebens. Sie hätten es verdient gehabt, auf der Stelle gehängt zu werden. Aber ich bin ja kein Pirat wie Sie. Ein Richter soll entscheiden, was mit ihm geschieht. Hi, Jane. Lange nicht mehr gesehen. Ben, das ausgerechnet du mich reingelegt hast. Ich hab euch ganz schön reingelegt. Die Idee mit dem Skelett fiel mir erst vor ein paar Tagen ein. Du hast den Schatz gefunden? Jo. Und er hat ihn an einen sicheren Ort gebracht. Wir wussten davon, nur deswegen habt ihr die Karte von mir bekommen. Tja, und du musst jetzt helfen, das ganze Gold an Bord zu tragen. Nur bekommst du davon nichts. Dumm gelaufen. Sehr dumm gelaufen. Kommt, Männer, holen wir uns den Schatz. Kennengelernt zu haben, Jason. Fahren wir nach Hause.
jetzt.